Da ich über die Kontroverse der Schüler, Schülerinnen, Lehrer, Lehrerinnen Beziehung sprechen möchte und selber seit einiger Zeit in dieser Funktion tätig bin, kann natürlich alles, was ich jetzt sage, gegen mich verwendet werden, und ich bitte auch darum. Zu der Methode bzw. zu dem Pool, woraus ich ein bisschen sprechen möchte, ist Folgendes zu sagen. Ich werde Ihnen nichts an die Wand werfen können, weil ich keine Studie, keine Auswertung besitze und auch keine kenne, die über diese Art der Beziehung glaubwürdig stattgefunden hat und präsentabel wäre. Ich beziehe mich schwerpunktmäßig auf meine persönliche Erfahrung, auf den regen Austausch innerhalb unserer Lehrerschaft, vor allem mit Willigis und mit Doris. Jeder von uns macht die Erfahrung von mehreren tausend Einzelgesprächen pro Jahr. Wir tauschen uns nahezu mehrmals wöchentlich aus über die Interventionen, über die Probleme, die damit verbunden sind. Ich wage zu behaupten, dass das, worauf ich mich jetzt beziehen werde, nicht nur für das Zen gilt, sondern ähnlicherweise auch für die Übungswege des Vipassana. Es gilt auch für das Dzogchen, es gilt für die neueren Formen der Kontemplation und es geht auch für die Übung des Sufismus. Über andere Wege und Übungen kann ich wenig berichten. Ich kenne sie weder persönlich noch aus Erfahrung und Bericht. Lehrer-Schüler-Beziehung. Um was geht es? Brauchen wir sie? Braucht man sie? Ja oder nein? Ja und nein. Punkt 1. Es gibt viele hervorragende Beispiele. Der geschichtliche Shakyamuni Buddha selber ist einer dafür, dass es ohne geht. Benediktus ist auch andere, Teresa, Johannes und so weiter, sind alle zu tiefsten Einsichten, Erfahrungen gekommen, ohne eine erkennbare Lehrer-Schüler-Beziehung. Wozu dann die Lehrer-Schüler-Beziehung? Um was geht es prinzipiell in solch eine innerhalb dieser Übungen? Wir haben diese Tage sehr viel den Begriff der Aufmerksamkeit benutzt. Dieser Begriff ist insofern sehr gut, weil er nicht mehr konfessionell gebunden ist. Er hat allerdings ein gewisses Problem im Klang selber. Wenn wir von Achtsamkeit sprechen, dann ist immer so eine Halbachtstellung. Leicht erhobener Zeigefinger, achtsam. Und in der Szene laufen dann die Begriffe und die Sätze, wäre ich nur achtsam, Doppelpunkt, dann. Ich war nicht achtsam genug, lief daneben, wäre ich achtsam, wäre okay. So. Das heißt, innerhalb des Achtsamkeitsbegriffes spielt das vermeintliche Subjekt immer noch eine hervorragende Rolle. Wenn Sie auch ein bisschen in Ihrem Gefühl den Begriff der Achtsamkeit durch den der Gegenwärtigkeit zum Beispiel oder Präsenz umtauschen, dann kann es sein, dass sich der Raum ein bisschen mehr öffnet. Die Gegenwärtigkeit ist bei weitem nicht fokussiert und sie hat nichts mit gut und schlecht und ich mache was falsch oder richtig zu tun. Gegenwärtigkeit ist. Die Lehrerinnen und Lehrer des Ostens und des Westens sind sich darüber einig, dass man sich um vieles streiten kann, aber das Wesentliche ist die Gegenwart. Sie ist. Das heißt, in der Spiritualität braucht man nichts zu erreichen, weil das, was ist, ist und die Gegenwärtigkeit ist immer. Das heißt, die Frage eines sogenannten Schülers besteht letztendlich nicht darin, was soll ich tun, damit ich gegenwärtig werde, sondern die Frage besteht darin, vielleicht, was tue ich die ganze Zeit, dass ich die Gegenwärtigkeit nicht wahrnehme. Also genau umgekehrt. So gesehen kann man in der Spiritualität wortwörtlich nichts erreichen. Und wenn wir mit der Haltung, ich schaffe es, dahin kommen, ist die Übung ab sofort im Eimer. Nun, wenn wir aber nichts erreichen können, ja nichts erreichen sollen oder müssen, wozu dann noch ein Lehrer? Und der Punkt ist sicherlich auch menschlich heikel. Denn die Qualität des Lehrers spielt sich nur in der Gegenwart ab. Das heißt, wenn Sie in Kontakt mit einer Person sind, auch hier, die gegenwärtig ist und vielleicht gegenwärtiger als Sie, wären Sie klassisch gesprochen eine Lehrer-Schüler-Beziehung. In dem Augenblick. Das heißt, ein Lehrer ist der, der gegenwärtiger ist als Sie. In dem Augenblick. Ein Lehrer ist nicht die Person, die vor 2 Jahren eine hervorragende Erfahrung hatte. Aus dem einfachen Grund, weil es vor 2 Jahren war. Die Frage ist, bist du jetzt da oder nicht da? Das heißt, der Maßstab für eine Lehrer-Schüler-Beziehung ereignet sich immer nur augenblicklich.
weil es immer schon und immer nur um die Gegenwart geht. Ich betone das deswegen, weil die Fähigkeit zur Gegenwart ist uns allen eigen. Eine mögliche Definition dessen, was wir Ich oder Ego auch sehr abwertend in der Szene benennen, ist die Fähigkeit, selektiv und operativ und reaktiv mit den Umständen von dem, was in unserem Bewusstsein auftaucht, so umzugehen, dass das, was wir nicht ertragen möchten, verschwindet und was wir glauben, dass besser sich anfühlen könnte, kommen sollte. Und so sind wir immer wieder in einem Art von Kalkül, ja, nein, hoffentlich, hoffentlich nicht, passt mir nicht. Und diese Art der Beschäftigung oder Identifikation mit Ergebnissen, Erinnerten und Vorgestellten macht das, was wir eine Ich-Identität nennen, aus. Aus unserer Sicht, nicht anthropologisch oder psychologisch. Das heißt, das Ich ist aus dieser Sicht gesehen eine operative Fähigkeit, sich zu organisieren. Und die ist wichtig und die hat uns das Leben gerettet. Deswegen ein voreiliges Weg damit ist gefährlich und das wurde in hervorragender Art und Weise heute mehrfach betont. Es gibt Augenblicke, die sind länger und kürzer, der Gegenwart. Da ist nichts anderes als das, was ist. Und es gibt viele Augenblicke, wo wir zurück, wie wir im Zen meinen, auf den Marktplatz wieder gehen, 10. Ochsenbild. Und der Marktplatz meint nicht, dass ich erleuchtet nur den anderen armen Schweinen da draußen helfe, sondern der Marktplatz ist, ich komme zurück auch in meine Struktur. Und die ist nicht immer lustig. Auch als Lehrer und auch als Meisterin und auch als Meister. Das heißt, aus der Gegenwart führt der Weg immer wieder zurück in eine Struktur, in eine Form. Es ist durchaus möglich, dass dank der einen oder anderen Erfahrung diese Struktur operativ im Alltag lockerer ist. Die Identifikation ist lockerer, die Ängste sitzen anders. Der Raum zwischen Impuls und Handlung ist weitaus größer und nicht mehr so automatisch. Nichtsdestoweniger, er ist da. Das heißt, Sie können jeden Lehrer und jede Lehrerin auch nicht gegenwärtig erwischen. Problemlos. Was dann passiert, ist auch nicht immer angenehm und lustig. Deswegen ist es sehr nüchtern und sehr heilsam zu erfahren, auf beiden Seiten, dass die sogenannten Meister und oder Lehrer nur manchmal Meister und Lehrer sind und dass die Schüler auch nur manchmal Schüler sind. Und es wechselt sehr schnell. Und nicht jeder würde gerne zugeben, dass er plötzlich in der Schülerrolle ist, auch als Meisterin oder Meister. Das geschieht öfters, als wir glauben. Deswegen die Frage der Problematik zwischen Schüler und Lehrer besteht unter Umständen auch darin, dass die sogenannten Lehrer auch und immer schon und immer nur zurück auch in ihre Struktur gehen und aus ihr heraus wiederum die Interaktion zum Teil, manchmal zum größten Teil besteht. So, dass darin auch das enthalten ist, was in dieser Struktur nicht immer angenehm ist. Das soll bedacht werden und wir wissen, dass wir derzeit in der sogenannten spirituellen Szene überhaupt keine Kriterien haben für das, was wir tun, für das, wie wir es tun und wir haben auch keinerlei von Supervision und Kontrolle, um zu sehen, ob das und wie wir tun erfolgreich ist, zu was es führt und so weiter und so fort. Ich wage persönlich zu behaupten, wenn man eine Statistik eines Tages macht über die sogenannten Erfolge einer Lehrer-Schüler-Beziehung, es wäre tragisch. Wenn man den Einsatz sieht auf beiden Seiten und das, was rauskommt. Zumindest zahlenmäßig. Und es ist langsam an der Zeit, dass wir uns fragen müssten, was machen wir da? Dass die Übertragung von Herz zu Herz, Meister zu Meister, Meisterin zu Meisterin und so weiter, ob das ausreichend ist, ob wir uns nicht einer weiteren und breiteren Form der Ausbildung und Vorbereitung stellen müssen, weil wir mit Menschen zu tun haben in verschiedensten Situationen, von denen wir als Lehrer keine Ahnung haben. All das steht offen und möge kritisch konstruktiv betrachtet werden, damit diese Übung der Gegenwärtigkeit und die Haltung der Gegenwärtigkeit sehr gut geschehen kann. Jetzt noch zwei Punkte zu dieser Gegenwärtigkeit. Ich halte persönlich aus meiner Erfahrung wie auch aus der Begleitung vieler Menschen, dass die Haltung der Gegenwärtigkeit etwas
Bedrohliches ist. Das heißt, wir werden auf dem Kissen oder in diesem sogenannten Prozess des Sitzens gebeten, auf all das zu verzichten, was wir normalerweise benutzen, um uns zu schützen. Das ist nicht ohne. Das führt nahezu zu einer Verrücktheit. Und das ist vermutlich auch nicht jeder Frau, jedermanns Sache. Die Dosierbarkeit von dem und das Erkennen, wozu es führt, müsste auch in die Qualität eines Lehrers dazugehören, aber eben da fehlt eine bestimmte Ausbildung. Sie kann sein, ist aber kein Standard. Das heißt, Sie können vielleicht in einem Gefühl für die Situation sich Folgendes vorstellen. Wenn wir in dieser Größenordnung unsere Gegenwärtigkeit haben und wir haben in dieser Größenordnung Angst. Und Sie sitzen jetzt und Sie werden gebeten, einfach die Gegenwärtigkeit zu behalten. Dann hat man das subjektive Gefühl, je näher die Angst kommt, umso größer wird sie. Und wir meinen eben, die Angst wird größer. Sie können das umgekehrt schauen. Je näher die Angst kommt, desto geringer wird die Gegenwärtigkeit. Bis dass die Panik kommt, als der Moment, wo Ihre Gegenwärtigkeit nicht mehr aufrechtzuerhalten ist und Sie werden von der sogenannten Angst überflutet. Nur am Beispiel der Angst. Das heißt, die Übung im Zen der Gegenwärtigkeit ist letztendlich keine Übung im Sinne, ich tue etwas, was ich später bekomme, sondern sie ist die Voraussetzung und das Ende der Übung. Wir beginnen im Zen mit dem Schluss, was auch nicht lustig ist. Deswegen ist die Übung heikel, weil es vom ersten Augenblick her, egal in welchem Zustand sie sind, von dem wir oft nicht wissen, in welchem die Personen sind, die üben, sie beginnen schon mit der Konfrontation mit der Realität, der eigenen, der Verdrängten wie der Äußeren. Und das hält nicht jede aus. Und wenn wir die Personen noch bitten, sie mögen ihr normales Schutzmuster oder Verhalten durch Fantasien, durch Denken, durch Verdrängen, durch Bewegen, durch sonst was aufgeben, dann setzen wir sie einer Realität aus, die zuweilen gefährlich sein kann, was in den Vorträgen vorher angedeutet worden ist. Das müssen wir im Kopf haben, das müssen wir im Herz haben und das müssen wir im Gespür haben. Und in dem Sinne können wir schon behaupten, Übung macht den Meister, auch im Blick. Trotzdem, es gibt keine geschütztere Form der Maßnahmen, die man da greifen kann, um mehr Personen vor bestimmten Ereignissen zu schützen. Deswegen ist die Rolle des Lehrers heutzutage, zumindest mein kurzes Plädoyer dafür, dass wir die Erfahrung der Gegenwärtigkeit, die wirklich verrückt ist und die sehr gut erkennbar ist und auch gut diagnostizierbar ist. Es ist eine Stille im Kopf. Und dank dessen, dass endlich mal eine Ruhe herrscht, kann alles sein, so wie es ist, weil ohne diese Ruhe dreht sich alles nur um mich, wie vorher gezeigt worden ist. Ich habe immer nur das permanente Gefühl, Sie sind vor mir, hinter mir ist eine Mauer, rechts und links ist so. Alles dreht sich nur um mich, rechts, links, vorne, hoch und so weiter. Das Auflösen dieses Ich-Mich ist problematisch und heikel. Das ist die Übung von Anfang an, wenn wir in die Stille kommen. Aber wir wissen, dass ein Großteil der Verhaltensweisen äußerlich und innerlich etwas mit Abwehr zu tun hat. Deswegen müssen wir heutzutage achtsamer damit umgehen, je nachdem, zu was wir die Menschen führen wollen. Und dann noch zum kurzen Ende der zweite Aspekt, der mir wichtig erscheint und der heute immer wieder noch durch die einschlägige Presse geht. Es wird in der Spiritualität sehr viel mit dem Willen gearbeitet. Lehrer-Schüler-Beziehung. Das ist klassisch und in der Technik sehr gut und wenn man es kann, auch kulturell, das führt zu guten Erfolgen. Warum? Wenn ich etwas will, dann kann ich das nur wollen, wenn ich es mir vorstellen kann. Ich kann nur etwas wollen, was ich mir vorstelle. Das heißt, wenn ich eine Person bitte, auf die Ausübung ihres Willens zu verzichten, dann ist sie sofort mit ihrem, eher oder später mit ihrem Selbstbild und Selbstkonzept konfrontiert. So, dann kann die Arbeit weitergehen. Der Punkt aber der Selbstaufgabe des Willens
wird sehr schnell in der Projektion auf die Lehrerin oder Lehrer übertragen. Und damit ist Tür und Tor offen für verschiedene Formen des Missbrauchs. Die Situation ist nicht unähnlich mit der wahrscheinlich der therapeutischen, wo das als nicht nur Kunstfehler, sondern glaube ich strafbar ist, soweit ich es weiß, weil die Person innerhalb dieses Prozesses schutzloser ist. Das ist ein Weder-noch-Zustand, nicht mehr und noch nicht. Und in diesem Zustand ist die Verantwortung des Lehrers groß. Das heißt, seine Gegenwärtigkeit möge größer sein als die Struktur, die auch wirken kann. Und hier gibt es derzeit keine Kriterien und es geschieht oft das, was geschieht und wir wissen davon, dass dieses möglich ist. Deswegen ist natürlich eine große Bitte und ein Vorschlag an uns Lehrer, dass wir vielleicht mit der Zeit auch wirklich uns zusammentun und auch das, was wir tun, erforschen und erforschen lassen. Zum einen wäre wichtig und hilfreich, um zu sehen, was wir tun und welche Auswirkungen das hat. Und zum anderen halte ich für äußerst wichtig, dass all die Personen, die sich an die Spiritualität ranmachen als ihren persönlichen Praxisweg, die Verantwortung für den Schritt und den Geldbeutel in ihrer eigenen Tasche behalten und in ihrer eigenen Verantwortung behalten. Das ist wichtig. Kein Lehrer, keine Lehrerin kann auch nur einen Atemzug für den Übenden machen. Wir sind mit unserer Qualität, unserem Können und Wissen und unserer Gegenwärtigkeit da. Das wirkt, aber nicht ersatzweise. Deswegen ist die Spiritualität vielleicht im Unterschied zu den Strukturen der Religion, wo eine Form von Hinwerfen auf irgendein Gegenüber ist, der Punkt, wirklich alles und vieles zu lassen, aber in der Kraft der eigenen Verantwortung. Die ist wichtig. Und das wäre wahrscheinlich auch auf beiden Seiten ein guter Schutz für das, was geschieht und manchmal auch geschehen kann und was für beide Seiten unangenehm sein kann. Aber es kann auch sehr gut laufen in dem Austausch und in dem Prozess, wenn der eine gegenwärtig ist als der andere, vor allem im Augenblicken, wo die Gegenwart aufgrund des Durchschreitens vieler innerer und äußerer Zustände und Umstände von äußerster Wichtigkeit ist. Und das ist eigentlich das Einzige, was wir sein können, noch nicht mal tun können als Lehrer. Wir können gegenwärtig sein. Alles andere geschieht dann von selbst. Dankeschön.